Wir nehmen das letzte Stück nordwärts unter die Räder. Die Landschaft ist weiterhin ein Hit, die Straßen weniger. Der Teer ist stellenweise nur zu erahnen und so fahren wir gut durchgeschüttelt durch die Gegend. Peter hat alle Hände voll zu tun hinter dem Steuer. Immer wieder muss er den ärgsten Löchern ausweichen und so entsteht fast schon ein schlängelndes Fahrgefühl. Toll ist es in den Hügeln. Da geht es wie bei der Achterbahn immer rauf und runter. Und hier geht es teilweise so steil runter, dass in den heißen Sommermonaten, wenn der Teer ganz weich ist, die Fahrzeuge regelrecht Fahrrinnen in den Teer graben. Und endlich erreichen wir Dondo. Wir waren froh, denn wir mussten nun wirklich tanken. Und wir hatten Glück, an dieser Tankstelle gab es Diesel. Und wie immer, wenn eine Tankstelle Diesel hat, gab es sofort ein Riesenchaos, denn alle beeilen sich, um ja noch ein Schlückchen von dem kostbaren Treibstoff zu ergattern. Dass da die LKWs nicht gerade beliebt sind, ist klar, wir tanken zu viel. Aber allfällig aufkommender Unmut von einigen Fahrern wird gerade von den Angestellten geschlichtet. Mit vollem Bauch, sprich Tank, sind wir dann auf die Suche nach einem Nachtlager gegangen und bei der Neubaustraße fündig geworden. Am anderen Morgen fuhren wir dann nochmals ins Dorf. Globi hatte schon wieder ein Loch im Schuh. Wie er das bloß immer wieder schafft, es bleibt ein Rätsel. Das Gute war jedoch, dass die Jungs hier das in 0, nix flicken konnten, ohne die Reifen zu demontieren. Das fanden wir dann doch ziemlich toll. Und als echte Profis haben sie das in etwa 10 Minuten hinbekommen. Noch ein bisschen Luft. Und schon geht's weiter. Das Klima ist so gewächsig, dass selbst die Straßen in kürzester Zeit zuwuchern. Die Gegend mit den vielen Baobabs hat auch viele Kurven, was dann für die Lastwagenfahrer nicht immer einfach ist. Wir überholen hier und da die schwer beladenen Kollegen und werden auch mal gewarnt vor Gefahren. Wie zum Beispiel vor diesem LKW mit einer Panne. Leider sieht es bei diesem Truck nicht so gut aus. Er scheint ausgerutscht zu sein und hat sich überschlagen. Gott sei Dank war schon Hilfe da. Es ist niemand mehr im Fahrerhaus. Was ist denn da los? So viel Rauch? Und dann sehen wir es, eine Brandrodung. Das ist gar nicht so einfach und muss gut kontrolliert werden. Die Landschaft verändert sich und wird karger. Wir fahren nun westlich in Richtung Meer und wollen hier am Strand die Weihnachtsfeiertage verbringen. Viele Reisende hatten uns von dieser gastfreundlichen Lodge mit Campsite berichtet. Und sie hatten alle recht. Es war einfach wundervoll.